Also Nico, herzlich willkommen auf unserem Channel erstmal. Es ist mir eine Freude, dass wir ein Interview mit dir machen können. Ja. Und was würdest du sagen, sind die 5 größten Fehler in der Garnelenhaltung? Wenn ich habe angefangen, Entschuldigung für mein Deutsch. Alles gut. Ich habe schon viele Fisch gezüchtet und so, wenn ich habe angefangen in 2008, ich habe gedacht, oh, das ist ja nicht schwierig. Das ist wie Fisch und so. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich denke, dass wenn Leute Wasser wechseln, sie müssen das machen nicht so schnell. Hm. Das ist sehr important für die Garnelen. Also du meinst jetzt quasi langsam einfüllen und nicht direkt? Ja, weil wenn du das Problem auch mit Caridina, das pH ist nicht so hoch. Mhm, so wenn du machst neue Wasser, das pH geht ein bisschen zu schnell und da den nächsten Tag die Garnelen sind kaputt. Das okay. ist ein großer Fehler, ich denke auch. Also du sagst quasi, wenn das neue Wasser kommt, ist der pH-Wert vielleicht ein bisschen höher. Höher, genau, ja. Und bis ja. der durch das Säul wieder ja, niedriger ja, ja, wird, das dauert. Genau. Also würdest du den Leuten raten, auch öfters Wasserwechsel wahrscheinlich zu machen und in für mich, kleineren Mengen dann ja, dafür? Ich mache jeden 2 Wochen. Mhm. 25%. 25%, ich denke, das ist nicht. Du kannst das machen jedes Woche, aber das ist nicht besser. Ich meine, du züchtest ja sehr erfolgreich Garnelen und gibst auch welche ab, deshalb kannst du ja aus Erfahrung sprechen, so hast du die besten Erfolge ja. quasi. Genau. Weil was Leute müssen wissen auch, das ist sehr important für Caridina, das ist die Nitrat. Mhm. So, die Leute müssen schauen und sehen, in wie vielen Tagen sie haben mehr als 10 Milligramm per Liter auf Nitrat und dann sie wissen, wann sie sollen das Wasser wechseln. Okay, okay. Das ist sehr important. Was kann ich noch sagen? Füttern. Ganz kurz noch zu deiner ersten Aussage. Ja. Würdest du sagen, dass auch Anfänger am besten immer das Wasser testen, damit sie ein Gefühl ja, dafür bekommen? Ich bin immer, wie sagt man da, überrascht. Surprise. Mhm. Überrascht. Überrascht, richtig, ja. Weil die Leute, das ist die Aquaristik-Messe, die Wasser ist etwas normal. Und jetzt die Leute möchten züchten und alles und die kennen nicht seine Wasser. Ja, ja, ja. Und das ist für mich unglaublich. Ja. Sie müssen wissen, welche Parameter sie haben und so, wenn sie das verstehen, das ist sehr hilfreich. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, sehr gut. Ja. Okay, fallen dir noch andere Sachen ein, die ein Problem darstellen? Wo du sagst, okay, das hätte ich das von Anfang an gewusst, wäre mir viel erspart gewesen. Das ist ein großer Fehler, dass Leute machen, sie wechseln Wasser zu schnell. Ich denke, mhm. Ich denke, dass die Leute auch nicht so gute Filtration haben. Ja, du, ja. Ich denke, dass wenn du möchtest viel Tiere haben, du musst etwas, wo Power hat. Das ist auch sehr important. Der Fütter ist sehr important. Ich denke, dass Leute denken, ja, ich fütter zweimal die Woche. Das ist okay. Ich denke, wenn du will Baby haben, viel Baby, ja. du musst sie füttern. Ich füttere jeden Tag zweimal. Sehr gut, sehr gut. Okay. Und die Garnelen müssen quasi im Futter stehen. Ja. Ja, ich denke, das ist, weil ich habe nicht sehr viel Pflanzen, ja. Ja, in die Becken. So, sie brauchen Futter. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Bin ich auch ganz deiner Meinung. Hast du jetzt auf Anhieb noch weitere Punkte oder würdest du sagen, das sind so die zwei Hauptdinger, wo du sagst? Aber ich denke, dass vielleicht die Leute wissen, dass im Sommer du musst sehr auf die Temperaturen achten, ja, dass sie nicht zu warm sind. Nicht mehr, dann 25 oder 26, nicht mehr. Ja, ja. Weil die Garnelen gehen kaputt. Ja, ja. Super, dann bedanke ich mich dafür und ich glaube, die Leute werden es dir danken mit viel mehr Erfolg. Mit ihren Aquarien und das ist auf jeden Fall auch eine krasse Kulisse hier. Einfach in Taiwan ein Interview gemacht. Danke, sehr gut. Pascha. Vielen Dank, ja?